Ja, ich weiß nicht so genau. Mickys Streaming-Ende ist wohl manipulativ und ekelhaft. Zumindest behauptet das der liebe KuchenTV. KuchenTalks 944, das kann eventuell für ein bisschen Beef sorgen. 14 Minuten Abfahrt. Bernhard mit 5 Subs an die Community. Beste, Dankeschön. Ehrenhaft, Kuss geht raus, danke. Jo, Freunde der beendeten Karrieren. Heute tatsächlich mal mit einer guten Nachricht. Und zwar hört MickyTV mit dem Streamen auf. Jubel! Logischerweise. Aber hatten die immer schon ein schlechtes Verhältnis irgendwie, MickyTV und Kuchen? Also ich, ganz ehrlich, ich habe diesen Micky niemals geschaut. Ich weiß nicht, was der wirklich gemacht hat. Von daher. Pingos Lady hat erneut abonniert und abonniert schon 3 Monate. Dankeschön. Kuss. Hype Train nähert sich. Oha. Kann man aber natürlich nicht gehen, ohne am Ende nochmal ein riesiges Projekt zu starten, um auch wirklich den letzten Cent aus seinen Zuschauern rauszupressen. Was meiner Meinung nach übrigens mega verwerflich ist, aber das sehen wir ja gleich. Gucken wir uns aber mal den Anfang von seinem Video an. Hallo? Hallo? Ist hier irgendwer? Okay, Leute, keiner da. Alter Madeleine, nochmal mit 5 Subs an die Community. Kuss, also ehrenhaft. Dankeschön. Und Tonic Sense nochmal mit 50 Bits und damit ist der Hype Train officially gestartet. Danke, Chat. Sehr, sehr, sehr lieb von euch. Ehrenhaft. Hey, pack die Sachen ein und dann raus hier. Das geht halt wirklich eine Minute so, dass einfach gar nichts passiert. Warum? Warum hat man das sich weggeschnitten? Ich kapiere es irgendwie nicht. Und nachdem man dann reinkommt, natürlich erstmal in den Sessel fallen. Oh. Warte mal. Real Talk, ging das Video ein paar Minuten oder eine Minute und er kam nicht rein? Hä? Was ist das denn für eine Strategie, dass man erstmal eine Minute lang ein Video laufen lässt, ohne sich dann blicken zu lassen? Das hätte man, also wirklich, Chat, das hätte man einfach wirklich rauscutten können. Bevor ich euch allerdings jetzt auf heißen Kohlen sitzen lasse, gucken wir uns mal an. Was ist denn das heftige letzte Projekt, was er an den Start bringen wird? Wo ich eine gewisse Zeit brauche, auch davon loszukommen. Und um mich darauf einzustellen, wird es ein letztes Projekt, einen Sabaton geben. Und dieser Sabaton, also erstmal, was ist ein Sabaton? Die Laufzeit des Streams quasi bestimmt der Support, der von euch reinkommt. Ich habe mich da noch nicht drüber festgelegt, wie lange das sein wird. Und das ist meiner Meinung nach emotional erpressend und ekelhaft seinen Zuschauern gegenüber. Aber was ist überhaupt ein Sabaton? Das bedeutet, dass man... Aber Chat, bevor KuchenTV uns jetzt erklärt, was ein Sabaton ist, warum hat er überhaupt aufgehört zu streamen? Gab es da irgendwie, also ich habe das wirklich nicht mitbekommen, gab es da irgendwie eine offizielle Begründung für? Einfach, weil er nicht mehr möchte oder nicht mehr kann oder... I don't know. Eine vorher festgelegte Zeit online ist. Diese Zeit kann aber immer weiter verlängert werden, indem man Geld da lässt. Egal, ob man spendet, Subs da lässt oder auch Bits. Egal, was für ein Geld an den Streamer kommt, dieser bleibt dann länger online. So, Leute, wenn keine Donation mehr kommt, dann gehe ich jetzt offline. Ich bin dann weg. Ja, will noch wer spenden? Nein? Okay, gut, dann war's das jetzt. Oh mein Trisha Black nochmal mit 100 Bits. So viel zum Thema. Dankeschön. Kuss geht raus. Ja, danke für die 2 Euro. Wir streamen nochmal 2 Minuten leider. 2 Minuten für die nächste Donation. Wer hat noch nicht, wer will nochmal jetzt Donation reinhauen? Normalerweise gibt es auch eine Maximalzeit, zum Beispiel 7, 14 oder 30 Tage. Manche machen das aber auch einfach endlich, weil die offensichtlich nichts im Leben zu tun haben. Aber was genau finde ich daran jetzt so ekelhaft? Alle seine Zuschauer wissen logischerweise, dass... Hä, hat der Satz gerade Sinn gemacht, Chat? Manche machen das endlich... machen das aber auch einfach endlich, weil die offensichtlich nichts im Leben zu tun haben. Er meint vermutlich, manche machen das unendlich, oder? Weil endlich wäre jetzt irgendwie nicht so sinnvoll an der Stelle. Aber er meint vermutlich unendlich, ja, ja. Aber was genau finde ich daran jetzt so ekelhaft? Alle seine Zuschauer wissen logischerweise, dass wenn die Uhr einmal auf Null fällt, dann ist der Stream vorbei und er kommt nie wieder online. Was passiert also im Umkehrschluss? Richtig, die Leute werden so viel Geld wie möglich in diesen Stream reinhauen, damit er einfach nicht zu Ende geht. Am Ende sind seine Zuschauer ungefähr das hier. Noch kein Geld? Ach nö. Was, wieso denn? Ganz einfach, weil ich absolut und total pleite bin! Die Leute werden hier einfach emotional unter Druck gesetzt. Denn gerade wenn man ein jahrelanger, treuer Zuschauer von Micky ist, man ihm vielleicht jeden Abend beim Stream zugeguckt hat, dann möchte man logischerweise nicht, dass dieser letzte Stream endet. Und das macht er sich einfach komplett zu eigen. Er manipuliert, wahrscheinlich auch unabhängig, so klug würde ich ihn nicht einschätzen, auch in diesem Video. Beispielsweise durchgängig mit solchen Aussagen hier. Habe ich unfassbar viele Nachrichten bekommen, die mir alle gedankt haben für diese Zeit, was ich denn nicht alles
gegeben habe. Es gibt den Clip, wo ich für einen Jungen die Nacht durchstreame, weil seine Mutter gestorben ist. Und er hat gesagt, und er ist manchmal immer noch im Chat dabei und sagt, ey Micky, du bist eine unfassbare Stütze, du bist irgendwie immer da. Nichtsdestotrotz aus meiner Perspektive, auch wenn ich ein großes Ego habe, werde ich niemals ansatzweise euch das zurückgeben können, was ihr mir in den letzten Jahren ermöglicht habt. Sei es die Gamescom LAN, das letzte Event, unsere Reihe komplett ausverkauft. Bis in die frühen Morgenstunden war ich mit jedem von euch, der dort war, zu Gange. Haben mit euch am meisten Zeit verbracht. Weil der Creator gefühlt, der am letzten gegangen ist. Eine unglaubliche Freude. Madeleine, danke nochmal für ein geschenktes einmonatiges Sub-Kuss. Ehrenhaft. Daran. Jeder, der mich mal begegnet ist von euch, der wird das bestätigen können. Ich habe eine unglaubliche Freude daran, mich mit euch zu unterhalten. Ich habe so viel für euch getan. Ich habe so viele Nachrichten bekommen. Und das Ganze werde ich euch niemals zurückgeben können. Aber mit diesem Projekt werde ich das Beste tun. Für meine Brieftasche. Wie gesagt, keine Ahnung. Hey, also das klingt halt wirklich krass manipulativ, ne? Und vor allen Dingen, wenn er das letzte Projekt, wie er sagt, als Sabaton gestaltet, dann finde ich, hat KuchenTV recht, dass natürlich die ganzen Fanboys nicht, oder Fangirls auch, nicht wollen, dass dieser Stream zu Ende geht und immer weiter Subs donaten oder Geld donaten oder whatever donaten. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass er das so krass nötig hat. Erstmal Hype Train zu Ende, 12 Geschenkabos und 450 Bits. Dankeschön, sehr, sehr nett von euch. Ob er das Ganze extra macht, aber natürlich manipuliert das die Zuschauer emotional extrem. Der tolle Streamer, der so viele schöne Dinge gemacht hat, der damit die Zuschauer emotional erreicht und jetzt mit einem tollen Stream einfach mal was wiedergeben möchte. Und dieser Sabaton wird nicht wie die anderen einfach komplett langweilig, sondern das wird ein richtig heftiges Konzept. Ich habe hier, wir sind aktuell geografischer Standort, ist Madeira und wir haben hier die Möglichkeit in diesem wunderschönen Haus Gäste einzuladen. Also es werden mich viele Streaming-Kollegen, vielleicht auch andere, werden mich besuchen und werden mit mir zusammen streamen. Ich werde hier drei zusätzliche Streaming-Setups haben, worüber wir quasi alles abgreifen können. Und wir haben ein Gym, woraus hoffentlich Streams kommen werden. Es gibt einen Bereich fürs Grillen, es gibt einen Kochstream, es gibt ein Eisbad, es gibt so unglaublich viel, was man hier dann innerhalb des Sabatons machen kann. Ja, Bruder, also kein Plan. Im Grunde macht das jeder größere Streamer heute 1:1 genauso. Ja, es gibt auch diese Standardversion, die er da genannt hat, aber normalerweise macht das jeder so, wie er aufgezählt hat. Trimax macht das in seinen längeren Streams so und schluckt. Oha, Chris K. der Dritte, das erste Mal im Chat dabei und lässt direkt mal 50 Bits da. Dankeschön, sehr, sehr lieb von dir. Grüße gehen raus. Rox hat das Ganze zu Ostern letztes Jahr 1:1 genauso umgesetzt. Also es ist nicht mal irgendwas Besonderes. Vielleicht kennen Sie dieses Auto von VW mit Reifen und einer Windschutzscheibe. Unser Auto hat Reifen und eine Windschutzscheibe. Das ist unsere neueste Technologie. Was das Ganze irgendwie auch noch so ein bisschen ekelhafter macht, sind seine Aussagen in Bezug zu Geld. Da sagt er nämlich unter anderem sowas hier. Dann habe ich mich erst mal gefragt, glauben die Zuschauer, dass ich streamen muss? Also glaubt ihr, dass ich den Stream anmache, um meine Kosten zu decken? Glaubt ihr, ich muss meinen Stream anwerfen, um einkaufen gehen zu können? OMG, ihr Geringverdiener glaubt wirklich, dass ich streamen muss, um mir Essen zu kaufen? Oh Mann, ich bitte euch. Worauf ich in diesem Video aber eigentlich hinaus will, war nicht die Aussage von eben, sondern dass es ihm finanziell ja anscheinend sehr, sehr gut geht. Das Ganze sagt er auch hier nochmal. Ich möchte im Supermarkt reingehen und nicht auf die Preise gucken. Ich möchte vielleicht ein schönes Auto haben. Ich möchte vielleicht irgendwann mal in den Urlaub fliegen und... Aber ohne Witz, ne, wenn man in den Supermarkt geht und nicht mehr auf die Preise gucken muss, Chat, ich finde, das ist wirklicher Luxus. Chris hat direkt mal für einen Monat auf Stufe 1 gesubbt. Vielen Dank, danke für deinen Support, richtig geil. Kuss ehrenhaft, jetzt bist du bei, oder wir sind bei 1132, Bruder, das ist mit Abstand der krasseste Rekord hier auf Twitch, was die Subzahlen angeht. Also ich sag ehrlich, es gibt viele Dinge im Leben, die ich als Luxus bezeichnen würde und das wäre auch so ein Ding, also wenn du in den Edeka gehst oder in den Rewe gehst oder I don't know, wo ihr halt einkaufen geht, Lidl, also ich gehe auch gern zu Lidl. Und wenn ihr nicht mehr auf die Preise gucken müsstet, wenn ihr alles einkaufen könnt, was ihr wollt, völlig scheißegal, was am Ende was der Einkauf kostet, das finde ich ist irgendwie wahrer Luxus, oder? Also jetzt abgesehen von fetten Autos, also ich habe auch ein schönes Auto, das reicht mir, ist ein Mazda, ist jetzt auch kein 500.000 Euro Auto, aber muss es halt nicht sein. Wenn man wirklich so Dinge, so Lebensmittel kaufen kann, ohne aufs Geld zu gucken, das finde ich viel, viel geiler. All das habe ich mir erfüllt. Aber ja, wenn er da so sitzt und das so sagt, dann klingt es ein bisschen proletenmäßig, da gebe ich euch recht. Sogar weit darüber hinaus.
Da verstehe ich ehrlicherweise nicht, warum er dann einen komplett manipulativen Sabaton zum Ende machen möchte, wo ihm bewusst ist, dass seine Zuschauer ja nochmal extra super viel Geld donaten werden, wenn er das Ganze doch eigentlich nicht braucht und sowieso schon ein sehr gutes Leben hat. Wenn es dir so gut geht und du gar nicht darauf angewiesen bist zu streamen, warum machst du da nicht einfach einen festgelegten Zeitraum, wie 7 oder 14 Tage, ohne dass deine Zuschauer Geld donaten müssen und machst einfach einen geilen Stream zum Abschluss für deine Zuschauer? Oder warum spendest du die Einnahmen von dem Stream nicht, um zum Abschluss nochmal was Gutes zu tun? Vor allem bringt er dann auch in dem Video folgende Aussage. Und wenn das bedeutet, dass ich nächsten Monat oder in 6 Monaten oder wann auch immer weniger Geld verdiene, dann ist das ein fairer Preis, ein fairer Tausch dafür, den ich eingehe, damit es mir besser geht, gesundheitlich. Das ist nämlich für mich das Allerwichtigste, dass es mir gesundheitlich, sowohl vom Körper her als auch vom Geist her, dass es mir gut geht. Natürlich wird er die Monate danach weniger verdienen. Ich meine, er streamt ja nicht, ist ja auch klar. Aber Bro, jedem von uns ist doch klar, dass man in einem Sabaton normalerweise, wenn der durchschnittlich läuft, mindestens mal das verdient, was man sonst in 6 Monaten verdient. Bei guten Sabatons kann das auch gerne mal ein komplettes Jahresgehalt oder auch drüber sein. Was? Als ob die Streamer Real Talk ein ganzes Jahresgehalt mit einem Sabaton verdienen könnten? Bruder, wann startet mein Sabaton-Chat? Kuss geht raus. Alter, what? Ja, kann sein, dass du in 6 Monaten dann weniger Geld verdienst, aber in dem einen Stream verdienst du ja wahrscheinlich genug für das komplette Jahr. Also auch das ist wieder manipulativ, so ja, er streamt da nicht und verdient weniger, macht dir aber dementsprechend mehr Geld in diesem einen Stream. Ey, das ist so schlecht, wirklich. Da dann so komisch emotional zu sagen, und wenn das heißt, dass ich dann weniger verdiene, ist das absolut okay. Nachdem ich euch komplett gemolken habe. Ob der Begriff ausgebrannt richtig gewählt ist, oder müde, oder ich zu hohe Ansprüche an mich selber stelle. Ansprüche an dich selber? Bro, du streamst seit 8 Jahren einfach nur, wie du irgendwelche Games zockst oder mit deinem Chat redest. Und das ist absolut in Ordnung, ich will das gar nicht runtermachen, aber er stellt sich so hin, als wenn er seit 8 Jahren so die Nonplusultra-Real-Life-heftigen Stream-Events und sowas aus dem Boden klopft, obwohl er das nie gemacht hat, und stellt sich jetzt als sonst was für ein krasser Streamer hin. Bruder, du machst den PC an und zockst irgendwas. Auch gut ist natürlich die Tatsache, dass er sagt, dass er ja irgendwo... Ja, also trotzdem, klar... Wer, sage ich mal, hart körperlich arbeiten geht, so wie beispielsweise Pflegekräfte oder aber auch, keine Ahnung, es gibt ja zig Berufe, wo du wirklich hart körperlich arbeiten musst. Bauarbeiter hier, irgendwelche Stadtwerke-Mitarbeiter, die jeden Tag rausfahren, die Müllabfuhr und so weiter, die denken sich wahrscheinlich, naja, ist halt ein chillig-milliger Job, ne, den ganzen Tag zu streamen, ein bisschen zocken, dafür Geld zu bekommen. Ja, aber es ist auch so eine Tätigkeit, also Streamer zu sein, schützt dich nicht davor, irgendwie in Depressionen zu rutschen oder ja, auch denen kann es psychisch mal nicht gut gehen. Von daher muss man das vielleicht ein bisschen differenzierter betrachten. Aber ja, er versinkt schon sehr im Selbstmitleid und wirkt jetzt für den Außenstehenden, der wie gesagt wirklich hart körperlich arbeitet, eben nicht so nett. So müde und ausgebrannt ist. Er hat einfach nicht mehr so viel Bock darauf. Aber am Ende nochmal ein Sabaton zu machen, wo man gezwungenermaßen dann wahrscheinlich 7, 14 Tage oder auch länger, ich hatte nicht gesagt, wie lange er das macht, gezwungen online sein muss, dafür hat er dann auf einmal wieder Kraft und Energie. Also klar, dafür wird er auch dementsprechend bezahlt, dann wäre ich auch motiviert. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, aber vielleicht rechnet er auch gar nicht mit so viel Rückhalt aus der Community. Naja, er sagt eigentlich genau das Gegenteil in dem Video. Ein allerletztes Projekt zu machen, wo ich nochmal richtig Gas geben werde, wo wahrscheinlich ich auch nochmal richtig viel streamen werde. Ich werde ja wahrscheinlich schon sehr, sehr lange streamen müssen, ne? Ich weiß nämlich genau, wie viel Geld ich von euch bekomme. Wie gesagt, wenn du irgendwas Krasses zum Abschluss machen möchtest, verstehe ich nicht, warum du das Ganze nicht... Boah, Chat, ich weiß nicht, hat MikiTV zum Beispiel schon mal seine Einnahmen geleakt? Boah, mich würde das ja wirklich interessieren, ne? Mich würde das wirklich interessieren... Meine Kamera fokussiert schwer nicht, ne? Mich würde das wirklich interessieren, was die mit so einem Sabaton verdienen können. Wirklich. Wenn du Sabaton machst und darf. Das ist wahrscheinlich das doppelte Jahresgehalt von meinem Krankenpflegergehalt. Vermutlich. Oder sogar noch mehr, Chat. Wir halten einen festen Zeitraum, sagen wir 14 Tage. Das wäre für die Community viel geiler, als sie emotional unter Druck zu setzen und sie quasi dazu zu zwingen, dass wenn sie dich weiter online haben wollen, im letzten Stream sie Geld donaten müssen. So könnte man der Community wirklich was zurückgeben, anstatt zu sagen, so Leute, ich gehe jetzt online, außer hier kommt nochmal ein Fünfer drauf. Na, will noch irgendwer? Noch irgendwer Geld? Die Gründe dafür, dass er aufhören möchte zu streamen, sind übrigens folgende. 330 Stunden gestreamt. Das sind im Schnitt im Januar pro Tag 11 Stunden. Da war nicht viel.
anderes in meinem Leben. Der eine Grund ist, dass ich für nichts anderes in meinem Leben Zeit habe, außer für das Streaming. Unglaublich viele Bereiche in meinem Leben kommen zu kurz. Was ich ändern möchte, und sei es der Sportliche, sei es der Soziale, sei es die Entwicklung von mir persönlich. Er hat also für gar nichts anderes mehr Zeit. Also ja, willkommen im Leben eines Vollzeit arbeitenden, sich um Kinder kümmernden Menschen, ja, der irgendwie schafft, das Studium, die Familie, die Arbeit und sein Privatleben und sein sportliches Privatleben unter einem Hut zu bekommen. Also das finde ich die Aussage. Aber da seht ihr ja mal, wie realitätsfern manche Streamer doch sind, ne? Ja, er streamt 11 Stunden. Okay, aber 99%, ich weiß, keine Ahnung, wie viele Menschen arbeitslos sind in Deutschland, aber ein großer Teil fährt jeden Tag eine Stunde zur Arbeit, arbeitet 8 Stunden und kommt dann nach Hause. Das sind auch 10, 11 Stunden, manchmal sogar länger, wie du aus dem Haus bist. Und da hast du auch keine Zeit für die Dinge, die Miki da aufzählt. Also man muss da schon ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, ja. Also ich, natürlich, 11 Stunden am Tag Streaming ist unfassbar anstrengend. Braucht man nicht drüber reden. Aber komm schon, wem sagst du? Sagst du das dem Bauarbeiter, der irgendwie, keine Ahnung, wirklich auch 11 Stunden, 12 Stunden, 13 Stunden unterwegs ist und jeden Tag hart arbeitet? Keine Ahnung. Also ich verstehe den Grund Real Talk halt irgendwie überhaupt nicht. Für ihn gibt es also entweder die Option, 12 Stunden am Tag zu streamen oder halt einfach gar nicht. Wäre es nicht eine Idee, einfach weniger zu streamen oder einfach nicht so häufig? Ich will seine Entscheidung gar nicht angreifen, aber ich finde dieses Zeitargument halt absolut wack. Er war in den letzten 365 Tagen 275 Mal online, im Durchschnitt 8 Stunden. Wenn dir das viel zu viel ist, dann gar keine Frage, kann ich komplett verstehen. Das hätte ich wahrscheinlich kein Jahr durchgehalten. Boah, das ist aber Real Talk viel, ne, Chat? Wo war das? So, Miki hat 2200 Stunden gestreamt. Boah, und 275 Tage war er live. Boah, das ist wirklich sehr, sehr viel. Das ist auch, ist es mehr? Ist es mehr, als man in einem Vollzeitjob arbeiten würde, Chat? Warte, wenn wir rechnen, ein normaler Vollzeitjob hat ungefähr, weiß nicht, 170 Stunden im Monat. Das mal 12, dann bist du bei 2040 Stunden und das ohne Urlaub und ohne Krankenschein. Ja, 2200 ist definitiv übel viel. Durchschnitt 8 Stunden. Wenn dir das viel zu viel ist, dann gar keine Frage, kann ich komplett verstehen. Das hätte ich wahrscheinlich kein Jahr durchgehalten, weil mir das zu anstrengend ist. Also Real Talk. Aber warum streamst du da nicht zum Beispiel einfach 2-mal die Woche oder von mir aus auch täglich, aber nur für 2 oder 3 Stunden? Du könntest ja 1-mal die Woche für 8 Stunden streamen oder 2-mal in der Woche für 5 Stunden. Warum muss es denn dann gar nicht sein? Also versteh mich nicht falsch. Wenn er keine Lust mehr hat, absolut legitim. Kann man nachvollziehen nach 8 Jahren. Aber dieses Zeitargument macht gar keinen Sinn. Vor allem dann auch solche Aussagen hier. Wo der Pokal immer noch unten in irgendeinem Karton drin ist, den ich noch gar nicht aufgestellt habe, weil ich noch nicht dazu gekommen bin, weil ich immer nur streame. Boah, ich habe das letzte Jahr 90 Tage gar nicht gestreamt und sonst immer nur 8 Stunden am Tag. Wann soll ich Zeit haben, diesen Pokal aus dem Paket zu holen? Das dauert 2 Minuten. Woher soll ich die nehmen, Alter? Ein Punkt, der mich persönlich... Ja, wie gesagt, es wirkt halt zum Beispiel auf mich jetzt ein bisschen komisch, weil ich habe auch ewig lange Vollzeit in der Pflege gearbeitet, im Schichtdienst, früh, spät, Nachtdienst, hatte teilweise kurze Wechsel und wenn ich dann höre, jemand ja, ist mit Streaming so krass überfordert, dass er es nicht mal schafft, irgendeinen Pokal aus dem Karton zu holen. Oh, da prallen einfach 2 Welten aufeinander, ne? Chat, und von daher, ich weiß nicht, finde ich ein bisschen sehr arg versunken im Selbstmitleid. Also jede Krankenpflegekraft beispielsweise, die im Schichtdienst arbeitet, die wird hier einfach ähnlich wie ich gerade hart abkotzen. Triggert ist übrigens folgender. Ich möchte mit meiner Freundin, möchte ich mehr Zeit verbringen. Meine Kinder waren letztens zu Besuch hier auf Madeira. Und die haben mich für eine Woche besucht und ich habe in der Woche hatte ich nur 1-mal gestreamt und ansonsten hatte ich nur Zeit mit denen verbracht. Wie gut das mir getan hat, mit denen Zeit zu verbringen, wie gut das denen getan hat, mit mir Zeit zu verbringen. Ich will ihm hier auch gar nicht absprechen, dass er nicht gerne mehr Zeit mit seinen Kindern verbringen würde. Aber Bruder, jetzt mal Real Talk. Du sagst in dem Video, dass du gerne mehr Zeit mit deinen Kindern hättest, wanderst aber vor einem Jahr nach Madeira aus, weit weg von deinen Kindern, einfach nur, um mehr Geld zu haben. Du hast effektiv weniger Steuern zahlen vor deinen Kindern gesetzt. Ich meine, ich bin selber Vater, deswegen argumentiere ich das vielleicht auch aus einer anderen Rolle. Und vielleicht werde ich auch dafür gehatet. Aber als ich mit meiner Ex noch zusammen gewesen bin, hatten wir auch den Plan, nach Madeira
auszuwandern, weil man tatsächlich relativ viel Geld spart. Und auch nach der Trennung hätte ich logischerweise auch alleine auswandern können. Und das hätte sich richtig gelohnt. Ich hätte, glaube ich, so 100 bis 400.000 Euro mehr im Jahr gehabt. Aber kein Geld... Boah, überleg mal, Chat, 100 bis 400.000 Euro mehr. Oh, bestes Standbild. Aber ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn man in so Sphären unterwegs ist wie KuchenTV, klar, du sparst übel viel Geld, wenn du nach Madeira ziehst. Und das Wetter ist sicherlich auch ein bisschen geiler. Aber keine Ahnung. Wenn du alles hast, und ich meine, der hat ja auch ein Haus gekauft oder so gebaut, ich weiß es nicht. Der hat ja alles, ja. Und irgendwann ist Geld nicht mehr alles im Leben. Und ich glaube, da kommt er jetzt auch drauf zu sprechen, dass er... ja, wahrscheinlich nicht von seinem Sohn weg will, was ich ihm sehr hoch anrechne. Geld dieser Welt, nicht mal 5 Millionen Euro mehr im Jahr, wären es mir wert, so weit weg von meinem Sohn zu sein. Ja, genau. Ja, wäre mir auch nicht. Also ich habe keinen Sohn, ich kann es aber trotzdem zu 100% relaten. Ich würde auch nicht auswandern, weil ich von meiner Familie nicht getrennt sein will. Und es ist nochmal ein bisschen was anderes, wenn man eigene Kinder hat. Aber nee, könnte ich mir nicht vorstellen, Chat. Wenn mich irgendwann hier nichts mehr hält oder ich hätte hier keinen mehr, dann würde ich auch auswandern. Aber wisst ihr so... nein. Oder die ganze Familie mitnehmen, das geht natürlich auch. Und ihn nicht vernünftig aufwachsen zu sehen. Ich zahle lieber viel zu viel Steuern, als so weit weg von meinem Sohn zu sein. Du willst mehr Zeit mit deinen Kindern verbringen, aber ziehst 4 Flugstunden weit weg von deinen Kindern. Aber ja, ich denke, diese vielleicht 200.000 Euro im Jahr, du wirst dir später bestimmt denken, boah, das ist viel besser als die ganzen verlorenen Erinnerungen mit meinen Kindern, die ich nicht habe, weil ich weggezogen bin. Ich weiß das alles. Ich habe nur einen höheren Anspruch an mich selber. Und dem werde ich nicht gerecht. Ich werde mir selber nicht gerecht. Was für Anspruch, Bruder! Du setzt dich vor dem PC und zockst halt oder laberst mit deinen Zuschauern. Also, sorry, er stellt sich so hin, als wenn er so der krasseste Streamer ever wäre, der so jeden Tag ein neues, heftiges Event plant, obwohl er ja so Standard-Streams macht. Und das ist nicht mal schlimm. Kann auch unterhaltend sein, gar keine Frage. Aber der, wie stellt er sich da hin? Ich blick das nicht. Zum Abschluss kommt dann das hier. Wir sehen uns in den Streams. Und sonst sehen wir uns auch. Sonst bestimmt so oder hören uns. Ich wünsche euch ein gutes Leben voller Liebe und voller Kraft. Das wirkt so weird, Chat. Das wirkt so weird. Das ist tatsächlich ganz schön creepy. Aber gut, was kann ich denn abschließend dazu sagen? Das Video ist einfach mega heuchlerisch. Er erpresst seine Zuschauer emotional und es ist mal wieder absolut weird. Ich habe immer so das Gefühl, dass ich MikiTV als so den sympathischsten, besten Menschen hinstellen möchte, obwohl er hinter der Fassade meistens immer genau das Gegenteil ist. Egal ob mit dem gelogenen Kickdeal, die FIFA-Packs, die er damals geöffnet hat, oder auch jetzt dieses Video. Es geht ihm offensichtlich halt einfach nur darum, beim letzten Stream nochmal so viel Geld wie möglich mitzunehmen, damit man sich die Rente schmecken lassen kann. Und das ist einfach absolut ekelhaft den Zuschauern gegenüber. Überleg mal, wie viele Leute du hast, die wirklich diesen Stream mitverfolgen, die Bock haben, weiter Content zu sehen und die logischerweise dann extra Geld da lassen, damit du eben länger streamst. Du setzt die Zuschauer damit komplett unter Druck, weil du sagst, dass das dein letzter Stream ist. Und das ist absolut charakterlos. MikiTV, Real Talk, das hätte ich nicht mal von dir erwartet. Und ich kann mir schon richtig gut vorstellen, wie das Ganze läuft. Wahrscheinlich wird er in 6 Monaten oder in einem Jahr zurückkommen und sagen, hey Leute, ich habe jetzt ganz zufällig doch wieder Bock, täglich zu streamen. Und das glaube ich auch. Oh, ich hatte das die ganze Zeit im Kopf. Weil wenn er jetzt tatsächlich so einen Abschieds-Sabaton-Stream macht, wo er ja seine Zuschauer und seine Follower nochmal so richtig finanziell melken kann, kann er es sich eigentlich nicht erlauben, nochmal zurückzukommen. Weil wer einmal so einen krassen Abgang hatte, wie cringe wäre das, wenn der einfach nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr wieder zurückkommt und so sagt, ey Bro, ich bin wieder da, so ich stream jetzt wieder. Dann wirkt es, also spätestens dann wirkt es halt wie die krasseste Abzocke ever, ne? Also es wirkt ohnehin schon ein bisschen cringe. Aber spätestens dann ist es die größte Abzocke ever. Mensch, das war aber ein Zufall, oder? Und das würde auf jeden Fall zeigen, was für ein heuchlerischer Typ du bist. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns. Bis dann. Okay, thanks. Bye. Ja, war ein gutes Video. Krasse Thematik. Alter, vor 2 Stunden uploaded, 7000 Likes. Von diesen Zahlen träume ich nachts. Ja, was sagt ihr dazu? Schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare meines Reaction-Videos. Falls ihr bis hierhin geguckt habt, lasst dem Video auch gerne ein Like da. Falls ihr mir hier auf meinem Reaction-Kanal noch nicht folgt, dann auch ein kostenfreies Abo dalassen. Lohnt sich auf jeden Fall immer. Schreibt als Algorithmus-Kommentar auf jeden Fall auch mal Sabaton rein, weil den möchte ich auch irgendwann mal machen. Und ansonsten würde ich sagen, Kuss geht raus und bis zur nächsten Reaction und tschüss.